Hallo Tubies und willkommen zu einer weiteren Folge Dreamlight Valley. In dieser Folge geht es darum, dass ich euch einmal zeige, wie ihr das beste Buff-Food herstellt, also welches das beste Buff-Food im Spiel überhaupt ist. Und als zweites schließen wir den Sternpfad ab und ich erzähle bzw. erkläre euch dann nochmal, was ich im letzten Teil schon einmal gesagt hatte, wie das mit dem Sternpfad ist, dass ihr wirklich mehr Punkte rausbekommt, also Mondsteine rausbekommt, als ihr ausgegeben habt für den Sternpfad. Okay, ich würde sagen, holt euch Kaffee, Tee, Kakao, was immer ihr mögt und dann geht's hier los in Dreamlight Valley. Im ersten Teil geht es jetzt also darum, wie ihr am besten ein Buff-Food kreiert, das euch am meisten Energie wirklich gibt. Und ich nutze zwei. Und zwar nutze ich einmal die Gebäckcreme und Früchte und den Obstsalat. Aber nicht wie im Originalrezept, sondern etwas verändert, weil ich das Maximum wirklich aus diesen beiden... Danke, Remi. Um wirklich das Beste aus diesem Food rauszuholen. Der Vorteil ist mit der Gebäckcreme, wenn ihr am Ende seid mit der Energie, also euer Charakter schon nichts mehr machen kann, dann nutzt ihr die Gebäckcreme, bekommt einen vollen Balken auf Level 40 plus nochmal, wie ihr jetzt bei mir seht, diesen goldenen Balken bis dahin. Das heißt also, ihr habt eine Menge in Energie. Ich bin immer so, ich möchte den goldenen Balken haben, weil ich damit schneller laufen kann. Und deswegen habe ich geguckt, was wirklich das beste Buff-Food ist, damit ich dauerhaft eigentlich immer einen goldenen Balken habe. Dann das zweite Rezept ist dieser Obstsalat. Der ist dafür da, wenn ich den goldenen Balken verloren habe und es früh genug mitbekomme, dann esse ich einmal diesen Obstsalat und der füllt mir einfach den kompletten goldenen Balken bis hinten hin auf. Danke, Remi. Und ja, das sind die beiden besten Rezepte, aber nicht wie im Original. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie ihr das etwas abwandelt. Und zwar, als erstes, ihr könnt hier einfach über den Nachtisch gehen. Und dort suchen wir jetzt erst einmal die Gebäckcreme. Da haben wir so Gebäckcreme und Früchte. Und wenn wir jetzt einmal auf Auffüllen gehen, also auf das Touchpad, dann seht ihr, dass hier die Himbeere verwendet wird. Die nehmen wir jetzt einfach raus, dreimal Himbeere weg, die Milch und das Zuckerrohr bleibt. Und dafür nutzt ihr einfach dreimal die Stachelbeere. Ja, und dann ist das Rezept auch schon fertig. Das ist wirklich, also da kriegt ihr einen komplett vollen Balken plus Energie. Und für das zweite Rezept braucht ihr eigentlich gar nicht wirklich das Rezept raussuchen, sondern ihr geht wieder auf Obst und nehmt hier einfach fünfmal die Stachelbeere und macht das Rezept dann fertig. Nicht zweimal, nicht nur dreimal, sondern wirklich fünfmal. Das ist ganz wichtig, weil wir nämlich bei Buff-Food verschiedene Werte haben. Und das zeige ich euch jetzt einmal, damit ihr versteht, warum das jetzt wirklich das Beste ist. Da müssten wir dann jetzt einmal zu meinen Kisten. Falls ihr das halt noch nicht wisst. Oh, Holz, ja, ich brauche immer noch jede Menge Holz. Und zwar, hier habe ich das drin. Wenn wir uns jetzt mal das Obst anschauen, dann seht ihr hier unten links ja diese Wolke, also Essen, Doppelpunkt, Wolke 300. Das heißt, der Apfel an sich hat nur 300 Energie. Die Banane hat 350, die Himbeere, Blaubeere hat auch 350, die Himbeere hat sogar nur 250 und so weiter. Das heißt also, um euch das beste Buff-Food zu generieren, müsst ihr natürlich auch die Zutaten nehmen, die am meisten diese Wolke, also diese Energie hat. Und das ist nun mal wirklich die Stachelbeere hier im Obst. Die hat am meisten, genauso vom Gemüse und so. Die Stachelbeere hat halt diese 600 und das ist als Buff-Food, also als einzelnes Food, komplett das Einzige, was wirklich so viel hat. Und das kombiniert mit dreimal für die Gebäckcreme plus die Milch und den Zuckerrohr ergibt halt wirklich eine Masse an Energie und zwar 4432. So, wenn ihr jetzt den Obstsalat macht und ihr würdet den nur mit Äpfeln machen, hat es natürlich viel weniger, weil die Stachelbeere hat ja am meisten, die hat ja 600 Energie. Das heißt, wenn ihr fünfmal die Stachelbeere nehmt, bekommt ihr hier einen Wert von 3410 Energie. Macht ihr das Ganze nur mit viermal Stachelbeere, dann sinkt dieser Wert automatisch wieder runter. Macht ihr das mit drei, genau dasselbe. Das heißt also, die beiden besten, also das höchste ist auf jeden Fall die Gebäckcreme mit Früchten und Stachelbeeren anstatt Himbeeren.
wie im Originalrezept, und den Obstsalat mit Stachelbeere fünfmal. Da habt ihr zwei super Foods, die ihr ganz schnell herstellen könnt und auch relativ günstig. Seid ihr jetzt im Level noch nicht so weit oben, dann empfehle ich euch einfach nur den Obstsalat erstmal, und sobald ihr Level 40 erreicht habt oder schon so ab 35 bis 40, fangt dann an, die Gebäckcreme mit Früchten zu machen. Nun kommen wir zum Sternpfad. Und zwar habe ich den Sternpfad so weit fertig, dass ich jetzt nur noch zwei Aufgaben habe. Es ist beim Sternpfad halt so, ihr bekommt eine maximale Anzahl von Aufgaben. Ich habe jetzt leider nicht gezählt, aber wenn ihr die erreicht habt, dann bekommt ihr auch halt keine weiteren neuen. Jetzt ist das Problem bei mir, fange Buntbarsch, 1 von 4. Buntbarsch ist ein schlechter Fisch zu fangen, und es war bei dem letzten Sternpfad war das auch irgendeine Quest mit fangenden Fisch, und die habe ich nicht abgeschlossen. Der Vorteil ist, ich muss sie nicht abschließen, ich kann den Sternpfad trotzdem komplett abschließen, auch wenn ich eine Aufgabe nicht erfüllt habe. Also die schwerste Aufgabe kann man sich wirklich jedes Mal klemmen. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal die letzte, das ist mit den Münzen, da habe ich extra hier den ganzen Kürbis mir gerade von den Feldern geholt. Das verkaufen wir jetzt einmal hier. Plus ich muss noch die ganzen Fische verkaufen, die habe ich, den Buntbarsch nicht. Nee, die darf ich noch gar nicht verkaufen. Nee, ich muss erstmal einsortieren. So, das verkaufen wir jetzt. Und dann habe ich jetzt den Sternpfad, die vorletzte Quest, abgeschlossen. Und hole mir auch nochmal die letzten Mickey-Münzen. So, jetzt habe ich 285 Münzen. Was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich in den Sternpfad und hol mir alle Belohnungen, die es gibt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, aber diese ganzen Sticker und so, das brauche ich nicht. Dann, ich will mir die auch gar nicht holen. Okay, dann habt ihr aber nicht die Möglichkeit, am Ende euch die kompletten Mondsteine, die ihr immer ausgegeben habt, euch auch wieder komplett zurückzuholen. Und ich sag mal so, ja, man braucht nicht alle. Manche lieben diese ganzen, ich mache immer die falsche, lieben halt diese ganzen Stickers, weil sie sich sehr viel mit ihren, damit die Klamotten gestalten. Aber sie stören ja auch nicht, ne? Also von daher würde ich sagen, wenn ihr wirklich es schafft, alle Aufgaben zu machen, holt euch die kompletten Sachen einmal ab. Und ja, dann habt ihr nämlich am Ende die Möglichkeit, euch noch mehr Mondsteine zu holen. So, jetzt sind wir auf Seite 5. Ah, das noch. Chip und Chap. Oh Gott, ich habe die Serie damals so geliebt. Bin mal gespannt, ob die beiden auch dann irgendwann mal ins Valley kommen. So, und den letzten. So, und jetzt habe ich automatisch auf Seite 7 hier diese Mondsteine eingesammelt. Und jetzt kann ich ganz oft mir 90 Mondsteine abholen, und zwar von meinen restlichen 95 Mickey-Münzen. Und das ist halt das Geniale, weil damit holt ihr euch wirklich die restlichen Mondsteine sogar noch mit einem dicken Plus obendrauf. So, einmal geht noch. Jetzt habe ich noch 5 über. Ich könnte jetzt noch einmal, aber dafür muss ich diese Quest halt eben... jetzt komme ich da gar nicht so schnell hin. Nett. Muss ich halt eben diese Quest abschließen, weil dann bekomme ich nochmal 15. Das heißt, ich könnte mir zweimal noch welche holen. Aber wie bei dem letzten Sternpfad ist es halt so, dass ich gesehen habe, ich habe jetzt mehr Mondsteine, als ich vorher hatte. Das heißt, ich kann mir diese Quest eigentlich klemmen. Beim nächsten Sternpfad schreibe ich das auch mal ganz genau aus, wie viele Mondsteine ihr bekommt. Das habe ich jetzt im Laufe dieses Sternpfads leider nicht gemacht, beziehungsweise komplett vergessen. Aber ich weiß, dass ich mit 7200 oder 7300 Mondsteinen den Battle Pass gekauft habe. Also ich habe mindestens jetzt einen Plus von 200 bis 300 gemacht. Wie gesagt, beim nächsten Sternpfad kriege ich das einmal genau aufgeschlüsselt, da schreibe ich mir das auf und achte nochmal drauf. Ja, also das heißt, macht den Sternpfad alles, holt euch alles, und dann habt ihr ganz viele Mondsteine für den nächsten Sternpfad und sammelt halt so mit der Zeit auch nach und nach euch Sternmünzen, Mondsteine an, um hier in dem Laden vielleicht euch auch mal was Nettes zu kaufen. PS, die Preise sind gerade ziemlich gesunken. Ich glaube, die Entwickler haben auf die Community gehört, dass die Preise doch ein bisschen arg hoch waren. Also jetzt ist zum Beispiel momentan nichts drin, was über 2000 Mondsteine geht. Deswegen denke ich mal, sie passen da ein bisschen auf, dass das nicht zu teuer wird und man hier arm wird, wenn man sich die Mondsteine kauft, weil man irgendwelches Glam haben möchte.
Und bevor dieses Video endet, habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Und zwar, wenn ihr hier solche Bücherstapel aufstellt, dann ist es so, dass diese Bewohner immer mal wieder stehen bleiben und wirklich in diesem Buch lesen. Also das finde ich sehr süß. Deswegen habe ich hier am Hauptplatz ein paar Buenos Dias. Deswegen habe ich hier am Hauptplatz ein paar Bücher aufgestellt. Und die kommen halt wirklich da. Und gerade Scar zum Beispiel ist ein Bewohner, der ist sehr belesen. Also der ist eigentlich ständig an irgendeinem Bücherstapel und ist dort am Lesen. Also wenn ihr die NPCs bzw. die Bewohner ein bisschen versammeln wollt, dann sucht euch eine Stelle, wo ihr wirklich diese Bücher aufstellen könnt. Und ihr habt immer wieder welche, die da auch lesen. Und jetzt gibt es aber mehrere Bücherstapel. Deswegen gehen wir hier noch einmal kurz rein, damit ihr seht, welcher das ist. Und zwar haben wir nämlich hier weiter unten mehrere Bücherstapel, großer Bücherstapel, kleiner Bücherstapel. Die drei sind es nicht, weil da kein offenes Buch drauf ist, sondern einmal dieses offene Buch. Ihr könnt auch ein einzelnes Buch hinlegen. Und wenn ich das jetzt hier einmal wegnehme, so, dann gehen wir hier weiter runter. Dann habe ich es ja wieder im Inventar. Ach nee, das war weiter oben. Da. Dann ist es hier der ganz normale Bücherstapel. Also die, wenn ihr den aufstellt, dann habt ihr wirklich den Vorteil, dass ihr die Bewohner, ich will immer NPCs sagen, dass ihr diese Bewohner halt euch immer wieder an einem Fleck sich zusammenfinden, weil sie gerne lesen. Ja, das war's mit der Folge auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht was erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Und ja, in der nächsten Folge, da gehe ich dann mal ein bisschen auf die Tiere füttern ein, was man so mit der Werkbank alles machen kann. Und gebe am Ende der Folge dann auch nochmal einen sogenannten ultimativen Tipp. Also freut euch drauf und ihr bleibt wie immer gesund und wir sehen uns dann bald wieder. Eure Annie in Dreamlight Valley.